Nun hat es also auch die Adler mal wieder erwischt. Nach 8 Siegen in Folge gab es die erste Niederlage. Dass diese ausgerechnet im Baden-Württemberg-Derby in Schwenningen passierte, war sicher äußerst schmerzhaft für die Fans. Dass sie völlig unnötig war, kommt noch hinzu. Denn Mannheim war die klar spielbestimmende Mannschaft. Die Wild Wings schossen aber die Tore. Tore, die zu verhindern gewesen wären. Die letzten paar Spiele haben wir, auch sehr viele unnötige Scheibenverluste und auch sehr viele Counters abgegeben haben. Was gehört in unser Spiel? Aber dann am Ende haben wir immer wieder etwas eine starke Torwartleistung gebraucht, das Ding zu gewinnen. Und ich weiß schon, dass der Trainerstab, das waren die richtig nach dem Spiel sauer, dass das die verloren haben. Aber am Ende, auch gestern, haben die ein bisschen darüber gesprochen. Es gibt uns jetzt eine Gelegenheit, ein paar Sachen besser zu machen. Und dann haben die eigentlich komplettes Trainingsplan gemacht von diesem Spiel von Schwenningen. Zu verbessern gibt es neben der Defensivarbeit vor allem die Chancenverwertung. Über 50 Mal flog der Puck auf das Gehäuse der Wild Wings, nur läppische 2 Mal ging er auch rein. In einem Spiel, in dem sich das Geschehen mindestens 40 Minuten lang nur in der Schwenninger Zone abspielte. Es war fast schon ein wenig bizarr. Eishockey verkehrt, Mannheim stürmte, hatte Möglichkeit auf Möglichkeit und fuhr dennoch mit leeren Händen nach Hause. Ja, wir hatten die Möglichkeit, ich glaube in die zweite, dritte eigentlich das Spiel eigentlich das Sack zuzumachen. Und leider wie das ist im Eishockey, wenn du das nicht die Tore schießt in dieser Richtung, wirst du nachher irgendwelche Art und Weise bestraft. So ist das Spiel. Und ja, das war für uns auch am Ende. Ich glaube, am Anfang des letzten Drittels mit einer sehr fragliche Strafe gegen die Marcus King. Ich glaube, wenn wir diese Strafe nicht bekommen hatten, war 2-1 eigentlich ein Spiel, wo wir drehen könnten. Aber natürlich der 3-1 und dann 4-1 waren wir dann zu weit weg, aber die Mannschaft hat auch versucht und man hat auch gesehen, dass das Ding war auch nicht sicher, bis eigentlich die letzte Sekunde ist es von der Uhr abgelaufen. Trotz der Niederlage grüßen die Adler weiter von der Tabellenspitze, was umgekehrt aber auch für die kommenden Gegner eine weitere Motivationshilfe sein kann. Man hat auch gesehen, was für eine Leistung wir bringen muss, überhaupt einen Sieg zu fahren gegen eine Mannschaft wie Straubing. Und Düsseldorf wird auch nichts anderes, wenn du in die erste Platz stehst. Das gibt noch mehr Motivation. Und alleine die Adler auf der Brust wird jeder gegen uns gewinnen. Und dann hast du jetzt zusätzlich erster Platz. Das müssen wir schon uns verbessern.